Servus zusammen. Ich habe das Gold sträflich vernachlässigt. Schande über mein Haupt. Ich wurde heute wieder darauf angesprochen, wenn mir langweilig ist. Und mir ist momentan langweilig in der Börse. Denn ich mache so gut wie gar nichts. Ich soll doch mal einen Goldfilm machen. Und dann habe ich mal geschaut, du lieber Gott, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Das ist das Gold auf Monatssicht. Ja, eine Kerze, ein Monat. Und mir geht es hauptsächlich in diesem Film um diesen Trend hier. Wo ist eigentlich meine Rolle? Hier. Das ist der 21-Jahres-Trend. Ja, und da sind wir ganz kurz davor. Den hatte ich schon mal besprochen. Ich hole es noch ein bisschen näher ran, dass man es besser sieht. Da sind wir relativ knapp davor. Auf Monatssicht trifft sich da auch das untere Band. Und wir haben, hier sieht man es gut, später sieht man es noch besser, wir haben hier so einen Dreifachboden. Die Technik ist nach wie vor negativ. Auch hier tief. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Monat gleich rum. Das sieht alles andere als schick aus. Auf der anderen Seite haben wir einen, auch den sieht man gleich besser, ziemlich steilen Downtrend. Das heißt, es schreit auch nach Erholung. Es ist unheimlich schwierig, das Gold sucht eine Entscheidung. Gehen wir mal auf die Woche. Also vom Monat her keine Entwarnung. Das ist die Woche. Ja, ich mache es mal ein bisschen so. Also eine Kerze, eine Woche. Hier sieht man jetzt diesen Downtrend etwas besser. Man hat auch hier den Dreifach, das ist eigentlich sogar ein Vierfachboden, ja, wenn ich das hier auch noch mit dazu nehme. Auch hier sind wir am unteren Band mit dieser Marke hier. Und auch hier trifft sich der lange Aufwärtstrend. Es ist wirklich die Frage, wie spitz ist der Bleistift? Ja, also hier geht er auch schon, sogar schon ein bisschen runter. Ich kann den etwas korrigieren, aber jetzt gucken wir erstmal gleich im Tagestrend, da sieht man es besser. Auch hier Trendfolger weiter negativ. Keine Stabilisierung mehr. Die hatte er, die Stabilisierung. Das war diese hier. Aber der gibt er sofort wieder nach, der Goldpreis. Wir sind auf neutralem Niveau erneut negativ im Gold. Also da ist jetzt nichts Besonderes hier. Es ist, kann sein, muss nicht. Wenn dieser Trend hier gebrochen wird, habe ich eigentlich nur, da suche ich auch so ein bisschen die Scheine nach aus, hier in diesem Bereich hier einmal, zweimal, dreimal bei 1450 habe ich eine Unterstützung. Vorher ist da nach meinen Gesichtspunkten nichts Besonderes. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Das ist der Tag. Jetzt wollte ich nochmal schauen, ist die richtig gezogen, die Linie? Ja, das sieht auch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Die verschieben sich immer. Wenn ich im Tageschart eine Linie ziehe, verschieben die sich so ein bisschen auf Monatsbasis. So, und jetzt holen wir es mal näher ran. Hier ist also der 1, 2, 3 mal berührte Downtrend. Der liegt jetzt heute hier und jetzt bei 1774. 20-Tage-Linie fängt schon wieder an zu fallen. 200-Tage-Linie ist weit weg bei 1835. Hier ist das der Mehrfachboden, ja, im Bereich, jetzt sag's euch ganz genau, das war 1680, genau, 1680 Mehrfachboden. Der lange Aufwärtstrend, 21 Jahre, also wenn ich ihn jetzt hier heute ziehe und er stimmt, so wie mein Bleistift spitz ist, dann sind wir hier bei, im Moment, wo ist es denn, 1680. Das passt alles hier, trifft sich alles. Unterstützungen und Aufwärtstrend. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Von hier keine Hilfe. Das ist eigentlich über Tagessicht relativ neutral. Und wir gelten bereits als tief über die Stochastik, aber ohne auch nur den Hauch eines Kaufsignals zu geben. Jetzt bin ich mir sicher, so wie ich auch so klitzekleine Barren habe, da ja immer so ein paar Gramm-Dinger, und die liegen im Safe und da liegen sie auch schon eine ganze Zeit lang, werden viele hier Münzen haben, Zertifikate, Goldaktien oder halt auch Barren. Wir gingen ja alle davon aus, Rezession, was hilft da? Gold. Rezession, Inflation, Zinsen, alles was wir hier, die ganzen Probleme, die wir hier momentan haben, da sollte Gold helfen. Tut's aber nicht. Meines Erachtens nach hat das Gold als, sagen wir mal, Sicherungszweitwährung, nennen wir es mal so, völlig versagt. Da ist kein Interesse dran. Irgendwann hatte ich mal in so einem Film gesagt, denk doch mal, jetzt gibt es ja dieses Goldembargo, nennen wir es mal so. Ja, aber wer denkt denn an die Brillanten? Da denkt keiner dran. Und die Meinung vertrete ich nach wie vor. Ja, Russland macht die meisten Diamanten. Aber vom Gold her auch. Ja, verkauft das halt nicht nach Europa. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie man das verkaufen kann. Ich glaube also nicht, dass das Gold in nächster Zeit als politische Währung irgendwie nennenswert helfen wird.
Deswegen, ich verlasse mich hier voll und ganz auf den Chart. Gehen wir hier drüber, über die 1776, werde ich bei mir positiv, erstmal bis zu 1811 und dann höher. Schaffen wir das nicht und gehen mit einem Schlusskurs, idealerweise, ist vielleicht das falsche Wort, aber idealerweise mit einem Wochenschlusskurs unter die 1680, muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal 200 Punkte verlieren. Also das Gold sucht eine Entscheidung. Ich möchte die nicht vorwegnehmen. Ich warte lieber, bis das hier gebrochen wird oder das hier gebrochen wird. Vorher macht er nichts. Was habe ich für Scheine? Bin ich auch ein bisschen weichermäßig unterwegs, gebe ich zu. Ich habe hier eine Basis 1523. Moment, dass ihr das besser seht. Macht es mal so. Nee, so rum. 1523, da sind wir hier weit weg. Ich kaufe den jetzt noch nicht. Wie gesagt, bei mir wird das so sein, wenn wir hier drunter oder da drüber sind. 1523 hat im Moment einen Hebel von 9, das ist die HZ02RN. Und den Put, den kann ich näher dranlegen, und zwar hinter dieses Hoch hier, beziehungsweise hinter die 200-Tage-Linie noch. Wie gesagt, die ist momentan 1835, ich nehme den bei 1853. Ich sollte doch vielleicht nochmal das Mail ausmachen, wenn ich so einen Film mache. Na gut, also der Put 1853, Hebel 12, das ist die HB7LR1. Ich warte ab. Ich warte wirklich ab, bis die für mich markanten Punkte einmal, zweimal über- oder unterboten wurden. Vorher muss ich da nichts machen. Man kann sie auch einstoppen lassen. Ich mache da sonst nichts. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba!